16. Juni 2002. Der Petersplatz kann die Menschenmenge kaum fassen. Über 1 Million Gläubige verfolgen eine Heiligsprechung, die Johannes Paul II. Ganz besonders am Herzen liegt. Nel suo convento. 34 Jahre nach seinem Tod wird Padre Pio heilig gesprochen. In dem volkstümlichen Glauben sind Wundermenschen wichtig. Und manchmal ist es ja so, dass diese wunderwirkenden Menschen fast wichtiger sind als Gott. Andererseits will aber die Kirche, vor allem in der modernen Zeit, nicht, dass man die Wunder einfach als Charlatanerie anerkennt und entlarvt. Jahrzehntelang bekämpfte der Vatikan Padre Pio als Betrüger. Umso stärker verehrten ihn die Menschen, weil er, wie es hieß, die Wundmale des Herrn trug. Und regelmäßig mit dem Satan kämpfte. Heiliger fürs Volk, Scharlatan für den Vatikan, der versuchte, ihn aus dem öffentlichen Leben fernzuhalten, was bei allen Sanktionen nie gelang. Seiner Popularität schadete das nicht, im Gegenteil. Wo immer er sich zeigte, löste er Begeisterungsstürme aus. Padre Pios Ruf dringt weit über Italien hinaus. Sein Kloster in San Giovanni Rotondo, längst ein Wallfahrtsort. So zieht es 1948 auch einen jungen Priester aus Polen nach Apulien. Es ist Karol Wojtyła, der spätere Papst Johannes Paul II. Antonio Belpiede, der langjährige Sprecher des Klosters in San Giovanni Rotondo, kennt die Biografie Padre Pios wie kein anderer. Als Karol Wojtyła hierher kam, 1948, sah er Padre Pio für einige Momente. Und am nächsten Morgen kam er in die Kirche und war beeindruckt, wie Padre Pio die Messe feierte. Und wie er die Beichte abnahm. Der Legende nach soll es im Speisesaal des Klosters zu einem intensiven Gespräch der beiden gekommen sein, das Karol Wojtyła nie mehr vergessen sollte. Karol Wojtyła, der hat nun entweder selber erzählt oder von ihm ist erzählt worden, Padre Pio hat ihm vorausgesagt, dass er Papst wird. Da hat man eines dieser tendenziellen Gerüchte, die natürlich vermutlich aus dem Nachhinein gemacht wurden, auf das kann man sich nicht verlassen. Legende oder Wahrheit? Zeit seines Lebens bewunderte Johannes Paul II. Padre Pio. Unter den Tausenden von Bittbriefen, die das Kloster schon zu dieser Zeit aus aller Welt erreichten, findet sich eines Tages auch einer von Karol Wojtyła. In einem Brief bat er Padre Pio, für eine arme Mutter von 4 Kindern zu beten, die an Krebs erkrankt war. Also sagte Padre Pio, dazu kann ich nicht Nein sagen. Und einen Tag vor dem chirurgischen Eingriff, es waren vielleicht 10 Tage vergangen, zeigte sich, dass der Krebs verschwunden war und die Frau nicht mehr operiert werden musste. Die Frau heißt Wanda Poltawska. Mit ihrer Familie verband Johannes Paul II. Eine lebenslange Freundschaft, die in frühester Jugend in Polen begann. Die heute 89-Jährige erzählt davon in ihrer Biografie. Zu ihrer Krebserkrankung schreibt sie, dass die Ärzte ihr damals sagten, sie würde bald sterben. Er hat diesen Brief an Padre Pio geschrieben und ihn um Hilfe gebeten. Was natürlich heißt, dass er Gott um Hilfe gebeten hat. Aber von diesem Brief wusste ich nichts. Und von dem Wunder wusste ich auch nichts. Ich hatte zu dieser Zeit einfach geglaubt, dass sich die Ärzte in der Diagnose geirrt hätten. Musik
Es sind solche oder ähnliche Geschichten, die viele Menschen in ihrem Glauben bestärken, Padre Pio könne Wunder wirken. Dem Vatikan missfällt der Rummel um den Mönch. Und er ordnet medizinische wie psychologische Untersuchungen an. Sergio Luzzatto, Geschichtsprofessor und Pio-Kenner. Eines seiner Forschungsgebiete sind diese Untersuchungsberichte, die der berühmte Arzt und Pater Agostino Gemelli im Auftrag des Vatikans verfasst hatte. Er zitiert daraus. Padre Pio weist alle charakteristischen Merkmale einer geistigen Behinderung auf. Also im Grunde sagt er, er ist ein Schwachkopf. Ein geistig Armer, um es mit den Worten des Evangeliums auszudrücken. Von seinen Leuten ausgenutzt, die aus diesen falschen Wunden Profit schlagen wollen. Padre Pio, nur ein Scharlatan und Betrüger? Schon 1956 ließ Padre Pio in der Nähe seines Klosters von San Giovanni Rotondo eines der modernsten und besten Krankenhäuser Italiens bauen mit Millionen an Spendengeldern. Dafür verehren und bewundern ihn die Menschen. Auch weil durch ihn San Giovanni einer der weltweit meistbesuchten Pilgerorte geworden ist und es den Menschen hier gut geht. Das Geschäft boomt seit Jahrzehnten. Und kann es da verwundern, dass ausgerechnet in San Giovanni Rotondo das Wunder geschehen sein soll, das für die Heiligsprechung von Padre Pio notwendig war? Das Kloster, in dem er einst lebte, ist in Teilen Museum geworden und die Zelle, die er bewohnte, ist zu einem Ort geworden, an dem Menschen beten, wenn sie Padre Pio um Hilfe bitten. So betete auch Maria Lucia Colella im Jahr 2000 hier tagelang und nächtelang für ihren kleinen Sohn Matteo. Von heute auf morgen erkrankte der lebenslustige 7-Jährige schwer. Die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben. Heute ist Matteo 17 und spielt Fußball im örtlichen Verein bei bester Gesundheit. An den Tag seines Zusammenbruchs erinnert er sich, als wäre es heute. In der Schule bin ich zusammengebrochen. Ich habe das Bewusstsein verloren. Und als ich wieder zu mir kam, lag ich neben der Heizung, zugedeckt mit ganz vielen Jacken. Mama und Papa sind dann gekommen und haben mich nach Hause gebracht. Was damals zunächst wie eine starke Erkältung aussieht, stellt sich schon bald als schwere Hirnhautentzündung heraus. Gegen 20.30 Uhr bin ich zu ihm ans Bett gekommen, um ihm einen Kuss zu geben. Ich habe ihn angesprochen, aber er hat mich nicht erkannt. Er war unter Schock. Dann habe ich diese Flecken gesehen und mir wurde klar, dass etwas ganz Fürchterliches in seinem Körper passiert. Ich sagte, Matteo, wir müssen ins Krankenhaus und wir lassen dich untersuchen und in 2 Stunden sind wir wieder zu Hause. Aber schon auf der Fahrt dorthin war er wie weggetreten und er kannte niemanden mehr. Antonio Colella ist selbst Arzt im Krankenhaus von San Giovanni. Er weiß, wenn überhaupt, kann sein Sohn nur schnelle Hilfe retten. Heute, nach 10 Jahren, trifft die Familie den Arzt wieder, der den Jungen untersuchte. Antonio Del Gaudio. Ich sah mir seinen Hals an, weil ich in seinen Körper einen Schlauch einführen wollte. Doch das klinische Bild, das ich sah, war erschreckend. Das Schlimmste, das ich je gesehen habe. Seine Herzfunktion verschlechterte sich zusehends. Zwar kam es zu keinem wirklichen Herzstillstand, aber die Herzfrequenz lag bei 10 oder 15. Und im Grunde kann man das schon als Herzstillstand bezeichnen.
Matteo wird auf die Intensivstation gebracht. 10 Tage kämpfen die Ärzte um sein Leben. Die behandelnden Ärzte und Matteos Vater selbst haben in diesen Tagen keine Hoffnung mehr. Antonio Colella versucht seiner Frau schonend beizubringen, sich auf den Tod ihres Sohnes einzustellen. Sie wehrt sich dagegen und geht immer wieder ins Kloster, um zu Padre Pio zu beten. Am nächsten Morgen habe ich die Padres gefragt, ob ich in der Zelle Padre Pios beten und auch weinen darf. Das schien mir der geeignete Ort zu sein, um meinen Gebeten mehr Kraft zu geben. So viele Abende habe ich da gekniet, vor seinem Bett, neben seinen Schuhen und ihn um Hilfe gebeten. Vor diesem Bett, auf dem er selbst so gelitten und so fürchterliche Begegnungen hatte. Sie tut genau das, was für eine Heiligsprechung unabdingbar ist. Sie wendet sich an einen Verstorbenen, der Gott um ein Wunder bitten soll. Denn die Lehre der katholischen Kirche sagt, nur Gott selbst kann Wunder vollbringen. Und nach 10 Tagen im Koma erwacht Matteo ganz plötzlich, als ob nichts gewesen wäre. Ein Wunder? Die Mediziner jedenfalls können diese spontane Heilung wissenschaftlich nicht erklären. Die Diagnose war absolut tödlich. Mehrere Organe waren stark beeinträchtigt, darunter so lebenswichtige wie die Lunge und die Nieren. Wir mussten die Nierenfunktion maschinell aufrechterhalten, was für eine Weile möglich ist, und ihn zusätzlich künstlich beatmen. Alle sprechen von einem Wunder, das Padre Pio erwirkt haben soll. Matteo erinnert sich an einen Traum, als er im Koma lag. Padre Pio hielt meine rechte Hand und sagte mir, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Dann sind wir zusammen nach Rom in ein Krankenhaus geflogen. Da lag ein Kind ganz steif auf seinem Bett. Padre Pio fragte mich, ob ich es retten wolle, und ich fragte ihn, wie? Er sagte, mit deiner Willenskraft. Und wir beide streckten unsere Hände zu dem Kind aus, und dann bin ich aufgewacht. Schon einen Monat später wird Matteo aus der Klinik als geheilt entlassen und feiert mit seinen Schulkameraden seinen 2. Geburtstag. Sein Fall wird vom Vatikan und einer unabhängigen Ärztekommission untersucht und schließlich als Wunder anerkannt. Erst im Jahr 1999 war Padre Pio selig gesprochen worden. Nur 3 Jahre später erfolgte die Heiligsprechung. Nicht wenige vermuten, Papst Johannes Paul II. Habe es besonders eilig gehabt. Der Papst hatte den kleinen Matteo in einer Privataudienz empfangen und gesegnet. Der damalige Präfekt der Selig- und Heiligsprechungskongregation, Kardinal José Saraiva Martins, hat das Verfahren in nur 2 Jahren vorangetrieben. Gott hat das Wunder auf Fürsprache von Padre Pio bewirkt. Denn mit so einem Wunder besiegelt Gott gewissermaßen die Heiligkeit einer Person, die ihn um ein solches bittet. Damit zeigt uns Gott und garantiert uns, dass diese Person heilig ist. Dio
Über Jahrzehnte hatte der Vatikan Padre Pio zu Lebzeiten offen bekämpft, ihn mit Sanktionen belegt. So durfte er zeitweise weder die Beichte abnehmen, noch öffentlich Messen feiern und das Kloster nicht verlassen. 5 Päpste erlebte Padre Pio. Benedikt XV. Verhielt sich ihm gegenüber eher skeptisch. Pius XI. Erwog, ihn aus dem Priesteramt zu entfernen. Pius XII. Hingegen war eher angetan von ihm. Johannes XXIII. Ein erklärter Feind von Padre Pio. Die späteren Päpste waren ihm gewogen und Johannes Paul II. Hat ihn offen bewundert und verehrt. 24 Jahre leitete Josef Ratzinger, der jetzige Papst Benedikt XVI., die Glaubenskongregation. Hier kümmert man sich um die Reinheit der katholischen Lehre. Josef Ratzinger stand Wundern und denen, die sie erwirkt haben sollen, stets kritisch gegenüber. In streng verschlossenen Archiven stapeln sich Berichte aus vielen Jahrhunderten und aus aller Welt, so auch die über Padre Pio. Besonders misstraute Kardinal Ratzinger den Geschichten um den Kapuzinermönch, der angeblich an mehreren Orten gleichzeitig sein konnte, vermeintlich Sterbenskranke heilte, die Wundmale Jesu trug und gar mit dem Teufel gekämpft haben will. Pater Hermann Geißler, Vertrauter des Präfekten, schildert, warum sich die Glaubenskongregation mit dem Fall Padre Pio immer wieder beschäftigt hat. Wichtig scheint mir zu sein, wo das Material von Padre Pio im Archiv eingeordnet wurde. Nämlich in der Abteilung Devotiones Variae, unterschiedliche Verehrungen. Der Glaubenskongregation ging es also nicht zuerst um die Person von Padre Pio, sondern vielmehr um die Verehrung, die rund um ihn herum, ohne sein Zutun, manchmal auch gegen seinen Willen, entstanden ist. In verschiedenen Archiven hat Sergio Luzzatto brisante Unterlagen gefunden. Aus ihnen geht hervor, dass der Vatikan Padre Pio in den 20er Jahren entführen lassen wollte, um ihn aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Hier steht, von der ganzen Sache darf niemand etwas mitbekommen. Sie muss nachts durchgeführt werden mit einem Automobil. Dazu müsse man an den Wachen vorbeikommen, die Padre Pio beschützen. Und dann steht hier noch, dass die Menschen Padre Pio vergessen sollen. Aber aus diesen Plänen wurde nichts. Die Sanktionen wurden härter. Zunächst durfte er keinen Besuch mehr empfangen. Dann das Kloster nicht mehr verlassen und schließlich nicht einmal mehr seine Zelle. So sehr der Vatikan versuchte, Padre Pio zu disziplinieren, es hinderte die Menschen nicht, den Mönch in abertausenden Briefen um Hilfe zu bitten. Und auch die Pilgerströme reißen nicht ab. Daran können selbst Gerüchte über angebliche sexuelle Beziehungen zu seinen Verehrerinnen nichts ändern. Und dass er mit den Faschisten gegen die Kirche paktiert haben soll, auch nicht. Ich denke, dass die Geschichte von Padre Pio auch eine politische und diplomatische ist. Was aber die Kirche betrifft, da gab es schon immer ein Kräftemessen zwischen oben und unten. Also oben, da ist der Vatikan und der wollte in der Regel nichts von Padre Pio wissen. Unten aber, an der Basis, gab es eine Strömung, die meinte, dass wir Menschen wie Padre Pio brauchen, weil sie das Leid auf der Welt lindern. Der mächtige Vatikan hatte dem Phänomen Padre Pio schließlich nichts mehr entgegenzusetzen. Die Legende um den Mönch soll auf ein genau datiertes Erlebnis, den 20. September 1918, zurückgehen. Pio war damals seit 2 Jahren Mönch in San Giovanni Rotondo. Tief ins Gebet versunken, werden ihm in diesen Stunden angeblich die Wundmale Jesu eingebrannt. Er ist damals 31 Jahre alt.
Er spürte eine sehr intime Bindung zu Gott und eine große Leichtigkeit. Und plötzlich wurde er von 5 Strahlen getroffen, die von diesem Kruzifix kamen und seine Hände, seine Füße und seine Rippen trafen. Und dann merkte er, dass er blutete und war ganz verwundert über diesen Eingriff Gottes. Leidenschaftlich, zärtlich und grob, blutend. 50 Jahre wird Pio diese Wundmale an seinem Körper tragen. 50 Jahre lang sollen sie immer wieder geblutet haben. Doch Sergio Luzzatto entdeckte in den Geheimarchiven der Glaubenskongregation Spuren, die besagen, die Wunden waren nicht echt. Padre Gemelli war während des Ersten Weltkriegs als Arzt an der Front. Auch Padre Pio hätte ja eingezogen werden sollen in den Jahren, in denen er die Stigmata bekam. Und so hatte er es hingekriegt, nicht in den Krieg zu müssen. Also sagte Padre Gemelli, diese Typen kenne ich doch. Es sind die gleichen, die sich an der Front in die Hände und in die Füße schießen, um nicht kämpfen zu müssen. Sind Padre Pio Stigmata also nichts weiter als ein Betrug? Gemelli hat Padre Pio nur ein einziges Mal getroffen und die Stigmata höchstens von Weitem sehen können, denn Padre Pio nahm den Verband nur von seinen Händen, wenn er eine Messe las, aus Respekt vor dem Sakrament. Ansonsten waren sie immer bandagiert. Doch für den Vatikan stand damals die Glaubwürdigkeit von Gemellis Gutachten zu Pio Stigmata außer Zweifel. Sergio Luzzatto förderte weitere Indizien zutage. Ein ganz heißes Eisen waren kleine Zettelchen, die Padre Pio mit der Hand beschrieben hat. Sehen Sie, etwa von dieser Größe. Ganz zerknittert, zusammengerollt, so als sei er ein Schuljunge, der sich nicht vom Lehrer erwischen lassen will. Mit diesen Zetteln bat Padre Pio auch darum, ihm heimlich Phenol zu besorgen. Und als der Gerichtshof der Kirche sie 1920-21 in die Finger bekommen hat, hat er Verdacht geschöpft und das Urteil stand fest. Aber wie hätte sich Pio die Wundmale dauerhaft beibringen können? Der international bekannte Chemieprofessor Luigi Gallaschelli ist Mitglied einer Kommission, die paranormale Phänomene untersucht. Phenol wirkt, indem es auf der Haut Verbrennungen und Blasen verursacht. Insbesondere, wenn man es auf die Haut aufträgt und sie dann bandagiert. Dann setzt keine Heilung ein, oder wenn, dann nur sehr langsam. Und es gibt noch weitere Methoden der Manipulation. Mit einer Nadel kann man sich aufkratzen. Ein bisschen Blut kommt heraus, das innerhalb kürzester Zeit gerinnt. So haben wir am nächsten Tag wunderschöne Stigmata. Gestern habe ich das mal ausprobiert, nicht auf der Hand, sondern auf den Füßen. Und das hier ist das Ergebnis. Und wenn wir Stigmata wie aus dem Nichts herbeizaubern möchten, auf Händen, die ganz sauber erscheinen, können wir auf einen chemischen Trick zurückgreifen. Dafür brauchen wir 2 Substanzen, die, wenn sie miteinander reagieren, sich rot verfärben. Und wenn diese beiden Flüssigkeiten nun in Kontakt kommen, beispielsweise wenn jemand vorgibt zu beten, entstehen künstliche Stigmata und die kommen scheinbar aus dem Nichts. Es gibt Wissenschaftler, die es für möglich halten, dass sich Stigmata auch ohne jegliche Manipulation bilden können. Zu ihnen zählt der weltweit renommierte Psychiater Alessandro Meluzzi aus Turin.
Ich glaube schon, dass die Psyche ein so komplexes und schwer verständliches Phänomen wie eine Verletzung auf oder unter der Haut hervorrufen kann, so wie es ja auch bei den Stigmata der Fall ist. Das ist möglich, allerdings nicht mit reiner Willenskraft. Wie erklärt sich aber, dass die Stigmata an den falschen Stellen saßen, direkt in den Händen? Bei römischen Kreuzigungen wurden die Nägel zwischen Elle und Speiche eingeschlagen. Hier, an diesem Punkt. Säßen Padre Pios Stigmata hier, würden sie eine historisch korrekte Kreuzigung symbolisieren. Aber Padre Pio betete vor einem Kreuz wie diesem, von denen es so viele gibt. Und wir sehen, dass die Nägel bei diesen Kruzifixen hier sitzen, im Zentrum der Handfläche. Erstmals sind Stigmata beim heiligen Franz von Assisi bezeugt, der hier in Calvi mitten in den Bergen Umbriens ein Stückchen Land besessen haben soll. Heute lebt hier der Mönch Fra Elia. An diesem Ort hat er ein Kloster gegründet. Fra Elia gehört zu den Menschen, die auch heute noch die Wundmale Jesu tragen. Und die hat er seit den Kindertagen. Als ich 8 Jahre alt war, wäre ich fast gestorben. Sie brachten mich ins Krankenhaus in Brindisi. Die Ärzte aber sagten zu meiner Mutter: Signora, Ihr Sohn wird nicht mehr lange leben. Nehmen Sie ihn mit nach Hause. Sie hatten schwarze Flecken an meinen Handgelenken und Beinen gesehen. Und dann meinten sie eben, dass ich sterben muss. Sie haben mich also nach Hause gebracht. Aber schon am Ostermontag kam ich wieder zu Kräften. Es ging mir gut. Ich aß wieder und redete, so als ob nie etwas geschehen wäre. Zunächst glaubte er, die Wunden seien eine Gürtelrose oder eine andere Krankheit. Doch seither blutet der heute 48-Jährige angeblich jeden Freitag an Händen und Füßen. Und besonders schlimm soll es ihn in den Tagen vor Ostern treffen. Ja, es ist ein Schmerz. Und mit diesem Schmerz, wie soll ich sagen, es sind Wunden, die sich öffnen an Ostern. Es tut weh und ich verliere viel Blut. Aber dann erlöst mich Gott in seiner Gnade. Er erlöst mich und stellt mich wieder auf die Füße. In nur einem Augenblick ändert er mein Leben. 2003 gründete der Mönch den Orden Fra Elia von den Aposteln Gottes. Seinen Auftrag sieht er in der Missionierung der Welt, ganz in der Tradition der Apostel Christi. So macht er Reisen, wird eingeladen und die Menschen kommen zu ihm und versprechen sich von den Wundmalen Heilung und Glück. Ist er der lebende Beweis, dass es Stigmata doch gibt, dass tiefgläubige Menschen durchaus die Wundmale Christi haben können? Selbst Papst Benedikt XVI. Hat ihn schon zu einer Audienz empfangen. Ich brauche, wenn ich also an die Wundmale denke, nur den Gekreuzigten. Das ist für mich eine so ungeheure Sache, dass Jesus diesen Tod gestorben ist, dass ich also finde, irgendeinen Vergleich da mit irgendeinem Menschen möchte ich da nicht machen. Der Vatikan hält Stigmata zwar durchaus für möglich, hält sich aber stark zurück, sie offiziell anzuerkennen. So auch bei Fra Elia. Doch wie steht der Vatikan zu den Wundmalen Padre Pios heute? Ich würde sagen, dass die Kirche das durchaus annimmt, dass es im Fall von Padre Pio diese außergewöhnlichen Phänomene gegeben hat. Nur ich würde noch einmal unterstreichen, sie sind für die Kirche, sie sind für die Glaubenskongregation letztlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, in welcher inneren Haltung, in welchem Glauben, in welcher Bereitschaft Padre Pio das alles angenommen hat.
wie er darin, ne, ja, mit diesen Stigmata an seinen Händen und an seinen Füßen gelebt hat, wie er darin die Vereinigung mit Christus verwirklicht hat. Das scheint unstrittig. Und als Beleg, dass es um den Mönch diese angeblichen außergewöhnlichen Phänomene gegeben haben soll, sieht der Vatikan dessen Kampf mit dem Teufel. Immer wieder soll Padre Pio dem Satan begegnet sein, viele Nächte, über viele Jahre hinweg mit ihm gekämpft haben. Im Kapuzinerkloster fand ihn eines Nachts sein Mitbruder Pater Eusebius. Ich habe diese Stunde nie mehr vergessen. Der Pater lag in einer Lache von Blut. Er hatte Wunden, hier und hier. Ich habe den Pater dann aufs Bett gelegt. Dann kamen auch die anderen Patres. Wir alle bemerkten, dass es ein eher merkwürdiger Sturz gewesen sein musste. Wir Patres waren uns einig darüber, dass dieses wieder einer der gewohnten Kämpfe des Paters mit dem Satan war. Doch gibt es den Teufel überhaupt? Der Satan ist, wenn man ihn körperlich, physisch nimmt, ein Mythos. Aber das kann man natürlich nicht wörtlich nehmen. Man weiß auch nicht, inwiefern er das selber nun alles erlebt hat. Also er war sicher auch ein guter Psychologe, der wusste, wie man bei den Leuten ankommt. In jedem Fall aber trug dieser Kampf gegen das Böse wohl zu seiner Verehrung bei. Und auch der Vatikan nimmt die Existenz Satans durchaus ernst. Nur wenige Kilometer von San Giovanni entfernt liegt der Monte Sant'Angelo mit einem Heiligtum, das dem Erzengel Michael geweiht ist. Der stieß gemäß einer Sage genau hier Satan als gefallenen Engel aus dem Himmel auf die Erde. Heute ist die Grotte des Heiligtums auch Treffpunkt für Exorzisten. Gabriele Nanni, der an einer päpstlichen Universität in Rom über Exorzismus lehrt, gehört zu ihnen. Für ihn steht fest, Padre Pio hat leibhaftig mit dem Teufel gekämpft. Denn Exorzisten treffen immer wieder auf Satan. Ihr täglicher Kampf ist Teil unserer Welt, sagt er. Der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen ist keine direkte Auseinandersetzung zwischen Gott und dem Teufel. Dafür wäre der Teufel viel zu schwach, denn Gott ist als sein Schöpfer unendlich viel mächtiger. Gott schuf den Teufel einst als einen guten Engel, der aber wählte statt des Lichts die Finsternis. Exorzisten wie Gabriele Nanni erfüllen für die Kirche einen wertvollen Dienst. Das hat ihnen Papst Benedikt XVI. Im September 2005 bei einer Audienz wieder bestätigt. Tausende arbeiten weltweit im Auftrag der Kirche, besessenen Menschen den Teufel auszutreiben. Allein in Italien gibt es über 200 Exorzisten. Für die Menschen des Mittelalters war der Monte Sant'Angelo einer der wichtigsten Wallfahrtsorte überhaupt. Für die Exorzisten ist er es noch heute. Ein Ort, an dem sie Kraft für ihren Kampf gegen das Böse schöpfen, so sagen sie. Ein Mensch, der vom Teufel besessen ist, hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Er wird zu einem Werkzeug in den Händen des Teufels. Teufelsaustreibungen dürfen nicht mehr gefilmt werden. Diese Archivbilder zeigen, wie besessene Menschen auf einen Exorzismus reagieren. Ich habe oft Personen gesehen, die vor meinen Augen Kratzer und Schnittwunden bekamen. Die Natur dieser Verletzungen ist vollkommen unerklärlich. Manche spürten auch, wie eine Hand ihre Kehle zusammendrückte, um sie zu ersticken. Einmal habe ich bei einem Exorzismus erlebt, wie das Gesicht eines Menschen rot, ja fast violett anlief, während der restliche Körper unterhalb des Halses seine normale Hautfarbe behielt. Musik
Ein Exorzismus folgt heute streng vorgegebenen Regeln und die angeblich Betroffenen müssen vor einer vermeintlichen Austreibung ärztliche Atteste vorweisen. Können Priester da helfen, wo die Medizin angeblich am Ende ist? Natürlich habe ich immer wieder Patienten, die glauben, vom Teufel besessen zu sein, die eine schwere Depression haben, die man gut behandeln kann und nach Wochen sagen, was habe ich da für einen Quatsch gedacht. Ja? Das heißt, man darf hier nicht gutgläubig sozusagen an diese Dinge herangehen, sondern es bedarf einer gewissen wissenschaftlichen Skepsis. Deswegen ist auch die Voraussetzung für einen Exorzismus, dass jemand erstmal seriös psychiatrisch untersucht worden ist, ob eine psychische Erkrankung, die man auch behandeln kann, vorliegt oder nicht. Und dann erst kann man überhaupt der Frage nachgehen, ist da ein Exorzismus möglich oder nicht. Padre Pio stirbt am 23. September 1968 im Alter von 81 Jahren. Hunderttausend Menschen aus aller Welt geben ihm das letzte Geleit. Für sie ist er schon jetzt ein Heiliger. Doch die strengen Regeln des Vatikans sehen vor, dass nur der selig oder gar heilig gesprochen werden kann, der nach seinem Tod Wunder erwirkt hat. Generell irgendwie sind natürlich Wunder eine ganz wesentlich populistische Maßnahme, ein Entgegenkommen gegenüber dem Volksglauben und ein Entgegenkommen gegenüber dem Bedürfnis der Laien, wirklich spürbare Gottesnähe zu erfahren. Pios Ausstrahlung und die zahlreichen wundersamen Geschichten um ihn lassen Pilger über Jahrzehnte aus aller Welt nach San Giovanni Rotondo reisen. Als Pio 2009 in einem gläsernen Sarg aufgebahrt wird, pilgert auch Angelo Mosca dorthin. 1964 ist er das erste Mal hier und bittet Padre Pio um Hilfe. Er ist unfruchtbar und doch will er Kinder. Der Mönch aber schickt ihn einfach fort. Kaum hatte ich Padre Pio gebeichtet, sagte er mir, geh fort, du Lump. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wollte gehen, fiel aber wieder auf die Knie und sagte, Pater, warum nur habe ich keine Kinder? Er sah mich mit großer Strenge an und sagte, das ist die gerechte Strafe Gottes. Angelo Mosca lässt sich nicht abwimmeln und reist erneut zu Pio. Der nimmt ihm die Beichte ab und erteilt ihm die Absolution. Dass Angelo Mosca immer wieder nach San Giovanni Rotondo pilgert, hat mit einem Traum zu tun, der mehr als 40 Jahre zurückliegt. Gegen 2 Uhr morgens war mir Padre Pio erschienen. Er zeigte mir 2 bezaubernde Kinder. Gefallen sie dir? Fragte er mich. Und ob, sagte ich, sie sind wunderschön. Um 7 wachte ich auf, machte das Radio an und hörte, dass Padre Pio in dieser Nacht gestorben war. Da sagte ich zu meiner Frau, Padre Pio ist um 2:30 oder 2:30 gestorben. Im Moment seines Todes hatte er mir die Kinder gezeigt. Was auch immer dieser Traum bedeutet, das Ehepaar, das einen kleinen Laden im Borgo unweit des Vatikans betreibt, bekommt einen Sohn. Ein zweites Kind stirbt während der Schwangerschaft. Daniele ist gesund und arbeitet im Laden mit. Bei einer Privataudienz berichtet Angelo Mosca dem jetzigen Papst von seinem angeblichen Wunder. Es sind Menschen wie er und deren Schicksale, die Padre Pio zum Volksheiligen erhoben. Die offizielle Haltung des Vatikans hat sich von einstiger Verdammnis zur heutigen Verehrung gewandelt. Ich nenne ihn immer noch Padre Pio. Aber im Grunde müsste ich ihn den heiligen Padre Pio nennen. Aber ich habe ihn immer Padre Pio genannt.
Er hat Tausende und Abertausende von Wundern jeder Art vollbracht. Und das macht ihn unanfechtbar. . 2009 fährt Benedikt XVI. Selbst nach San Giovanni Rotondo. Dass der Kapuzinermönch Padre Pio einen solchen Wallfahrtsort geschaffen hat, durch sein Leben und sein Wirken, ist vielleicht sein einziges sicher bewiesenes Wunder. Als Kardinal hatte Benedikt XVI. Den Mönch lange sehr kritisch gesehen. Als Papst verneigt er sich nun vor ihm. Vox Populi, Vox Dei. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Wohl der Hauptgrund, dass der Vatikan Padre Pio schließlich heilig sprechen musste. Sonntag, die Deutschen 2.